Hallo, ich will nicht mehr. Ich möchte mein Haus verlassen. Hau nicht einfach ab. Du kannst zu mir nach Hause kommen. Danke. Vater und Mutter, ich schreibe euch diesen Brief, um euch zu sagen, was ich euch nicht persönlich sagen kann. Und ich mache es nicht, weil ich eure Reaktionen kenne und auch eure Ablehnung, wenn ich sage, was ich fühle. Mutter, du hattest recht. Ich bin nicht der perfekte Sohn, von dem du geträumt hast. Aber mir tut weh, dass du dich vor mich schämst. Aber ich frage dich, wie denkst du, dass ich mich fühle, wenn du sagst, besser tot, als dich so zu sehen. Ich kann es verstehen, dass das Thema nicht schön oder einfach ist, aber ich weiß, dass die Mutter ihre Kinder lieben, wie sie sind. Ich möchte, dass du weißt, dass keiner mir komische Ideen gegeben hat. Ich weiß sehr gut, was ich will und bin dankbar dafür, weil viele Leute ihre Geschlecht nicht akzeptieren. Ich möchte dich nur etwas fragen. Hast du dich an meine Stelle gestellt? Hast du darüber nachgedacht, was ich fühle, wenn du mir deine Ablehnung und deine Verachtung zeigst? Wenn du doch weißt, dass ich deine Unterstützung brauche.